Hey Leute, Coach Steph hier und heute habe ich ein Ganzkörper-Workout für euch mit zwei Kurzhanteln für Fortgeschrittene. Man möchte meinen, dass Ganzkörpertrainings nur was für Anfänger sind, die gerade mit Fitness anfangen. Oder für Senioren, die so ein Montag-, Mittwoch-, Freitag-Programm durchziehen, bisschen Beinpresse, bisschen Latzug und fertig. Aber je nachdem, wie man das Workout zusammenstellt, kann Ganzkörpertraining auch für einen Fortgeschrittenen Sinn machen. Fortgeschrittene müssen nicht unbedingt einen Fünfer-Split trainieren, damit sie effektiv arbeiten. Und dazu habe ich euch heute ein Workout zusammengestellt mit zwei Kurzhanteln, was ihr daheim machen könnt. Und der Fokus ist hier wirklich auf Power Performance. Dazu gibt es heute 7 Übungen, die nicht nur Kraft, sondern auch Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit fordern, damit ihr alle Elemente der Fitness drin habt. Ihr macht das Ganze, wie gesagt, mit zwei Kurzhanteln und haut ordentlich raus, was eben drinnen ist. Wir arbeiten pro Übung mit 3 Sätzen und machen so viele Wiederholungen, wie wir können. Wir brauchen dazu, wie gesagt, 2 Kurzhanteln, haben hier die von der Marke Gorilla Sports und wenn ihr keine habt, kauft euch welche. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. Wir fangen an, die erste Übung, Ausfallschritte für die Oberschenkelvorderseite, der Hintern, Oberschenkelrückseite macht mit und wir machen 2 Varianten. Einmal für Anfänger, links, rechts im Wechsel und die Fortgeschrittenen springen, machen gesprungene Ausfallschritte, aber wirklich nur Fortgeschrittene, wo auch die Muskulatur haben, das abzudämpfen, wenn ihr mit Gewicht auf den Boden kommt und natürlich auch für Leute, die keine Nachbarn unter sich haben. Also so viele Wiederholungen wir gehen. 3, 2, 1, auf geht's. Ausfallschritte unschwer zu erkennen für die Beine. Machen weiter mit Push-Ups auf den Hanteln und wenn wir hochgehen, einmal rudern zur Hüfte hier. Also wir haben heute allgemein Übungen, wo wir mehrere Gelenke, mehrere Muskelgruppen gleich in einer Übung abdecken. Auch hier wieder, so viele wir gehen, 3, 2, 1, auf geht's. Und nicht vergessen, wir machen 3 Sätze pro Übung. So viele wie gehen, kurz atmen, 60 Sekunden und dann der nächste Satz, 3 Sätze pro Übung und dann weiter. Die nächste Übung, Thrusters, ist eine Mischung zwischen Frontkniebeuge und wenn ihr hochkommt, gleich mit Schwung hochwerfen. Bitte nicht, typischer Bodybuilder-Fehler, hoch und dann Schulter drücken, sondern wirklich in einer Bewegung aus den Beinen. Den ganzen Körper benutzen. Also 3, 2, 1, auf geht's. Thrusters sehen zwar leicht aus, sind sie aber nicht. Und wer sie gerade gemacht hat, der weiß, von was ich spreche. Umso mehr werdet ihr euch freuen, dass die nächste Übung Burpees sind. Oder wie der Allmann sagen würde, Hochstrecksprünge. Und die sind auch super geil, beliebt, vor allem wenn man so viele machen muss, wie man kann. Also 3, 2, 1, auf geht's. Ich weiß, ihr hasst mich, aber Freunde können wir auch später noch werden, während dem Training nicht. Nächste Übung, Rudern, einarmiges Rudern für den Latissimus. Suchen uns hier irgendeine Kante, Bettkante, Sofakante oder wenn ihr so eine tolle Bank daheim habt, könnt ihr auch die nutzen. Und wir arbeiten hier zur Hüfte, vor zur Hüfte. Und falls euer Gewicht zu leicht ist, weil ihr eben daheim nicht genug habt, nehmt ihr 2 Hanteln übereinander, nehmt die so und habt dann automatisch verdoppelt. Auch wieder so viele wir gehen, pro Arm und dann direkt wechseln. 3, 2, 1, auf geht's. Musik.
haben wir es jetzt gut Push und Pull trainiert, wir haben die Beine ausreichend drin. Was uns noch fehlt, ist die Core-Muskulatur, vor allem die dorsale Kette, also Oberschenkel, Rückseite, Hintern, unterer Rücken, Quadratus Lumborum, Latissimus, Trapez. Die fehlen. Und normalerweise würde man im Fitnessstudio jetzt Kreuzheben machen mit der Langhantel. Haben wir aber daheim nicht und Kurzhanteln sind viel zu wenig Gewicht, um das jetzt hier repräsentativ zu machen. Von daher die Brücke aus dem Calisthenics Basic Oldschool Programm ist eine harte Nummer, aber ihr müsst es lernen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit für Einsteiger, ihr geht hier hin und geht dann einfach mit dem Hintern hoch, runter, hoch, runter, so hoch wie er kommt, haltet oben kurz eine halbe Sekunde und macht dann so viele wie gehen und drückt wirklich den Hintern hoch aus dem Rücken. Es geht hinten um den unteren Rücken. Fortgeschrittene machen die komplette Brücke, so wie ich sie jetzt mache, so viele wie gehen. Wünscht mir Glück. 3, 2, 1, auf geht's. Wir hatten die Core-Muskulatur gerade hinten, fehlt noch vorne der Bauch und dann machen wir den Russian Twist. Und wichtig hierbei ist, dass ihr nicht hier hingeht und dreht. Hier habt ihr den Hüftbeuger. Wir wollen tief gehen. Hier. Allein schon, wenn ihr hier haltet, merkt ihr langsam zittern und drehen hier komplett nach links, nach rechts ein. Und versuchen die Hüfte in die eine Seite und die Schulter, den Oberkörper in die andere Seite. Und wer kann? Mit Gewicht. Kann auch sein, es reicht bei euch schon ohne Gewicht. Ansonsten 3, 2, 1, auf geht's. War's. Wie gesagt, 3 Sätze mit so vielen Wiederholungen wie gehen und jeweils 60 Sekunden Satzpause. Und ihr seht, ich schwitze ja so ein bisschen. Und wer mir auf Instagram folgt, der kennt unser Motto: If it ain't dripping, it ain't working. Von daher haut rein, schwitzen, arbeiten, Gas geben, macht die Workouts regelmäßig. Deswegen bringe ich sie sonntags raus. Und falls ihr Equipment braucht, Kurzhanteln, Gorilla Sports, Link ist unten in der Infobox. 20 Euro, 30 Euro sollten euch nicht davon abhalten, im Training besser zu werden. Equipment kauft man einmal, solche Kurzhanteln halten dein Leben lang. Ja, ist ein Investment in dein Training, vor allem wenn du lange Jahre, langfristig daheim trainieren willst, macht es Spaß mit Equipment zu arbeiten, weil man einfach die Intensität besser regeln kann. Und apropos Intensität, holt euch mein Hybrid-Trainingsprogramm. Da haben wir nämlich solche Workouts wie jetzt das hier. Super zusammengestellt, ist eine Kombination zwischen Dreier- und Zweier-Split mit 5 Einheiten die Woche. Jede Einheit geht so um die 30 bis 40 Minuten und ihr könnt wählen, ob ihr im Fitnessstudio arbeitet oder komplett daheim oder mit Kurzhanteln daheim. Also es sind jeweils 3 8-Wochen-Programme, die ihr aber flexibel kombinieren könnt, je nachdem wie ihr Zeit habt. Deswegen heißt es Hybrid, weil wir das Beste aus beiden Welten zusammenführen. Kombiniert mit Ernährung gibt es eine runde Sache. Auch unten in der Infobox und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, Kommentar da lasst, Daumen hoch gebt, das Video teilt. Und falls ihr jemanden grüßen wollt, unten in die Kommentare. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.